Seien PRT ein gleichseitiges Dreieck und PTQ das in Q gleichschenklige und rechtwinklige Dreieck außerhalb von PRT. Das Dreieck QTV ist gleichschenklig in Q und liegt außerhalb der zwei vorigen Dreiecke. Der Winkel TQV misst 30 Grad. Frage: Welches ist das Maß des Winkels RTV? Wir beginnen mit der Konstruktion vom Dreieck PRT, das gleichseitig ist. Anschließend konstruieren wir das Dreieck PTQ, wie beschrieben, und dann noch das Dreieck QTV, wie beschrieben. Was wir suchen, ist die Öffnung von diesem Winkel RTV. In der Zeichnung sieht das stark nach 180 Grad aus, aber überprüfen wir das rechnerisch. Wir wissen, dass in jedem gleichseitigen Dreieck alle drei Innenwinkel 60 Grad messen, was bedeutet, dass dieser Winkel PTR 60 Grad messen muss. In diesem Dreieck PQT, das ist ein rechtwinkliges Dreieck und auch noch gleichschenklig, also müssen die zwei Basiswinkel zusammen 90 Grad ergeben. Die sind aber gleich groß, was bedeutet, dass zweimal die Öffnung von diesem Winkel Beta 90 Grad sein muss. Daraus schließen wir, dass Beta 45 Grad ist. Jetzt noch in diesem gleichschenkligen Dreieck QTV. Wenn wir diesen Winkel Gamma nennen, dann wissen wir, dass Gamma plus 30 Grad, also zweimal Gamma plus 30 Grad, 180 Grad ergeben muss, woraus wir schließen, dass der Winkel Gamma 75 Grad misst. Der Winkel RTV, den wir suchen, das ist Alpha plus Beta plus Gamma. Also so, wir ersetzen Alpha durch 60 Grad, Beta durch 45 Grad und Gamma durch 75 Grad. Somit erhalten wir diese Summe, das heißt effektiv 180 Grad. Demzufolge ist E also die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.